Morning, Instagram und YouTube natürlich. Ja, hier live vom Roadtrip zur World of Trading. Ich bin nach vielen Jahren mal wieder unterwegs zur World of Trading, um für euch zu berichten. Diesmal nicht nur als Reporter, sondern ich habe auch selbst einen kleinen Einsatz. Morgen um 11 Uhr am Stand von Tickmill am Samstag soll ich mit Dirk zusammen ein bisschen was über die strategischen Orders erzählen. Ansonsten ist das Programm voll gepackt. Heute jetzt um 10 Uhr bin ich beim Markus Keil. Schau mir das erstmal an. Der Volumen- und Orderflow-Trader, hatte ich ja schon davon berichtet im YouTube-Video, den wollte ich mir mal ansehen. Ja, die World of Trading steht anscheinend ganz unter dem Aspekt des Volumen- und Orderflow-Tradings. Der Volumen-Hype ist ungebrochen. Und ja, ich bin mal gespannt. Ja, was haben wir noch? Dann ist heute natürlich das große Live-Trading. Also jetzt um 10 bin ich erstmal bei Markus Keil. Dann im Anschluss gucke ich, dass ich auf die Bühne komme, beziehungsweise an die große Hauptbühne, wo dann das große Live-Trading eben stattfindet. Ja, dann bin ich ein bisschen am Rumsausen und um 16 Uhr ist noch ein interessantes Battle auf der Hauptbühne, da bin ich mal sehr drauf gespannt. Markttechnik versus institutioneller Handel. Jay Metro versus Jochen Schmidt, und da bin ich mal sehr gespannt drauf. Hut ab vom Jochen Schmidt, dass er das Battle annimmt. Und ja, das wird bestimmt ganz witzig und interessant. Ist dann nur 40 oder 50 Dollar. Ja? Das ist der Fall dann. Maintenance Margin, wir haben da noch Übernacht Margin, ist natürlich immer, wenn du über Nacht hältst. Bei den Amis ist es ja nicht so wie bei uns, da gibt es zwar noch das Wochenende. Wenn der Markt für dich läuft und das Delta ist positiv, ist es natürlich immer ein gutes Zeichen. Ja, weil man weiß, in dem Bereich sind wir jetzt gerade long oder short unterwegs. Ja, positiv im Sinne, wenn der Kurs fällt, negatives Delta. Oder wenn der Kurs steigt, eben positives Delta. Interesse in dem Bereich, wo verkauft wurde oder bauen, oder es kommen wieder Positionen rein und wollen den Preis nochmal testen. Ja? Oder haben die wirklich tatsächlich so viel Ungleichgewicht in den Markt gelegt, dass sie ein Deckel drüber machen? Das heißt, das soll der Preis einfach nicht mehr drüber. Das heißt, wenn du weißt, dass ein Deckel drauf ist, wenn Ungleichgewicht in den Markt kommt und der Kurs kommt zurück, kannst du die Position natürlich auch shorten. Ja, und Stopp oben drüber. Weil du weißt, da oben drüber soll der Preis einfach nicht. Da macht es auch keinen 27-Punkt-Stopp machen, weil wenn er nämlich der durchläuft, dann kommt einer, der frisst die ganze Position auf, der hat einfach Liquidität und dann knallt der Preis eh durch. Und dann macht es keinen Sinn, wenn du einen 20-Punkte-Stopp hast, wenn du mit 5 Punkte rausfliegen kannst. Dann gehe ich lieber mit 5 Punkte raus und suche meinen nächsten Einstieg. Das Einzige, was du halt nicht weißt, ist, welche Market Order kommt im Markt. Das macht die Sache halt noch spannend, ne, im Handel. Dass man eben angezeigt bekommt, wie viele Volumen zu jedem Preis gehandelt wurden. Ja? Das heißt, wenn jetzt zum Beispiel auf einen Preis 100 Ticks gehandelt wurden, dann sieht man es eben als Volumenbalken. In dem Fall auch zum Beispiel hier 46 Ticks oder 52 Ticks hier oder 34 Ticks im kleinsten Bereich. Dann sieht man, dass sehr, sehr schwach war, was hier gehandelt wurde. Ja? Und auf der anderen Seite sieht man noch die Delta dazu. Das heißt, immer zu diesen Bereichen, wo eben gehandelt wurde, wusste man auch, war das negativ gehandelt oder wurde es positiv gehandelt, das Ganze. Ja, waren jetzt mehr Käufer oder Verkäufer letztendlich bei diesem Handel tätig. Und das kann man eben durch so ein Volumenprofil sehr gut erkennen, wenn man sich dann eben diese Bewegungen anschaut. Nochmal. Das heißt, dass ich mich an diesen Markt bewege, und die kann ich überhaupt nicht kontrollieren. Das ist also auf jeden Fall ein großer Nachteil. Ein Markt, der vielleicht ein bisschen öfter gehandelt wird oder ein bisschen bekannter ist, der ist okay für 100. Da sehe ich jetzt zum Beispiel etwas, was vielleicht auch noch ein bisschen, was ich schätze mal die wenigsten Fälle zu meinem Namen aufnehmen, das ist vielleicht ein bisschen kompatibler mit den Lebensmitteln, die man hat, weil man sieht, wie es um die Beginn zum Beispiel trennt.
wie siehst du die Traininggelegenheiten? Genau, so heute Vormittag möchte ich gleich mal was zeigen. Die heute ja da waren, ich habe ja gesagt, ich hätte gerne den DAX auf der 13.180, da wäre die Long-Marke gewesen, das war das Gap Close, das wurde dann hiermit auch erreicht, ja. Und der Markt hat dann hier tatsächlich gedreht. Das war leider außerhalb der Live-Trading-Zeit, das war jetzt hier ja, direkt danach, 15 Minuten zu spät. Man hat es aber dennoch gesehen, ja. Das war diese Zone, da haben wir heute Morgen drüber gesprochen. Und von dem her ist bis jetzt alles mal so normal gelaufen. Ja. Für die Mittagssession in der Regel, ich meine, wir haben jetzt hier 14.15 Uhr, bei mir steht jetzt noch 15 Uhr, das ist jetzt hier noch eine falsche Zeiteinstellung, also nicht verwirren lassen. Ja. Schaue ich jetzt für die Nachmittagssession mehr auf die amerikanischen Indizes, auf den S&P, auf den Nasdaq, ich schaue auf den Russell Future und vor allem auch auf Öl und Gold, weil einfach die Volatilität des Handelsvolumens in der Nachmittagszeit in den Werten am höchsten ist und ich da die besten Trading-Chancen finde. Okay, wir haben den Chart schon von... Ich kann das mal gerne zeigen, also hier rein raus. Und wer war denn eben im Vortrag von mir über dieses, was ich eben hatte, jetzt vor der Bühne? Hat so einen Seminarvortrag, wer war dabei gewesen? Ja. So, da habe ich doch eben erklärt, irgendwann, wenn wir beim Zehner sind, den Rücklauf long zu nehmen. Das kann man hier erkennen, der Markt geht hier runter, 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 kommt dann eben dran, ich bin hier long eingestiegen. Dann habe ich kurz mit Sven ein bisschen gequatscht, dann kam der erste Anstieg. Warum? Weil ich gesagt habe, Volumen zieht den Markt an, der Point of Control ist nah, der zieht ihn dahin zurück. Schupp, ist er dahin gelaufen, schupp, zum B-Web gelaufen und schupp, statt 600 sind es jetzt 1200 Euro Gewinn. Also 1196. Ist noch okay, ist aber noch Luft nach oben. Okay, das Luft nach oben, das klingt natürlich erstmal sehr als Understatement. Genau das, was ich vorhin gemeint habe. Die Anleger kommen jetzt hier rein, beziehungsweise die Kassahändler und sagen, ja, schön, und gut. Ja. Und wie gesagt, es geht jetzt um die, die noch nicht drin sind, was wollen die? Ja. Die haben jetzt halt zwei Möglichkeiten, die machen gar nichts. Oder lösen ihre Stops auf, die knallen nach oben durch, oder die halten erstmal dagegen, um sich tiefer einzudringen. So, das sind genau die drei Möglichkeiten, die man an der Stelle haben. Mehr ist im Endeffekt nicht, was hier bleibt. Ich habe nebenbei den DAX auf 15 Minuten angestellt, auch wieder da oben durch. Ich mache gleich mal vielleicht noch kurz ein. So, aber das sind halt also diese typischen Dips, die der DAX, die der DAO halt gerne macht. Ja, einfach mal irgendwo runterbrettern, wo man sich denkt, so, wow, ausgerechnet wieder und dann wieder hoch. Bei jemandem, der aus der Hochfinanz kommt. Und das zeigt genau das, was du sagst. Natürlich kannst du als David in diesem Markt stehen, gegen Goliath, aber vielleicht nicht gegen, sondern vielleicht wegen Goliath. Ah, sehr, sehr gut. Neues Wortspiel. Jetzt an dich. Jetzt kommt meine Miete, die natürlich noch nicht gering ist. Keine Milliarden, keine Millionen. Ein bisschen runter. So, kein Studium, abgebrochenes Studium. Selbstständig. Die hat Immobilienkaufmann keine Ahnung gehabt. Also hat das Training reingekommen, wie gesagt, wie viele Jahre hast du denn gebraucht? Ich habe 5,5 Jahre gebraucht. 5,5 Jahre. Steffen, du? Ein Jahr. Okay. Das ist genau der Punkt. Wenn man die Quelle, die Informationsquelle, die Qualität der Quelle, ja, die unterrichtet oder der man nachlesen will, ich bin zu der Zeit reingekommen, als es mit den Webinaren erst losging. Und zwar 20 Wie lange bist du gestellt? 30 Jahre. Wie okay, machst du das denn? Ja, aber jahrelang ist Leihgebiet. Und der Investitionszeit, ich will die Schmerzen, verzeihen auf Deutsch, scheiß Schmerzen nicht mehr haben, dass du den berühmten Tag hast und du sagst, was habe ich heute gemacht. Ich habe es über sich selber genau, ich habe mich selber Overtrading, weil du denkst, du bist ein Business-Trading. Alles, also wirklich Härte, genau, tiefe Traurigkeit, Entsetzen über dich selber. Und das sind die Geschichten, sag ich mal, wo man jetzt da sagt, der Held kann sagen, tschö. Und da geht es ja mit dem Locker, das kann ich heute sagen. Ich habe den Mund, ich muss nicht einkaufen, weil ich jemand dahinter steht und sagt, das ist ein guter Punkt. Ja, genau.
du handelst nur, wenn du willst. Ich sehe da, du sitzt doch nur im Schirm, wenn du willst. Bingo. Wir müssen ja das jetzt. Ich sage, das ist eine Anwesenheit, jetzt mal ganz vereinfacht gesagt, das ist die Meinung. Bei mir ist es so, ich kann nur nicht sagen, ja. Bei mir muss man sagen, wie viel wir bezahlen. Ja, bekomme ich dann nicht. Ja, mal ganz ehrlich, ich weiß mal selbstständig von meiner Denke aus. Die Freiheit ist mir wichtig. Freiheit der Entscheidung. Ich muss auch mit der Konsequenz dann leben, weil ich bin blind. Im Vergleich zu ihm. Er hat das F-Wort gesagt. Fundamentale Analyse voll und richtig. Nein, glaubt ihr, die Banken sind blöd? Und dann jeder Scharen an Analysten, die alle mindestens 400.000-500.000 Euro im Jahr verdienen, weil wir sie nicht brauchen. Nein. So, also fundamentale Analyse. Dann kommt die Intermarket-Analyse. Ganz simpel. Was wird aus Öl gemacht? Was macht man aus Öl? Nein, nicht Plastik. Benzin und Heizöl. Wenn also die Nachfrage nach Heizöl steigt, und ich meine sogar intraday, und der Dollar, weil in welcher Währung wird Öl bezahlt? In Dollar. Wenn der Dollar schwach geht, könnte das wichtig für mich sein, wenn ich an einem unteren Rand im Ölmarkt bin. Jetzt vergiss mal die... Vergiss mal die technische Analyse. So, das ist die Intermarket-Analyse. Also fundamental weiß ich, gestern war es um 17 Uhr Oil Inventory. Sonst ist es immer mittwochs um 16.30 Uhr. Ich weiß also, was ich handeln will. Öl. Ich weiß, um wie viel Uhr. Mittwoch um 16.30 Uhr. Ich weiß vorher, als professionell ausgebildeter Händler, in welche Richtung. Ich sag den Satz nochmal. Ich weiß vorher die Richtung. Wenn du die Richtung vorher nicht bestimmen kannst, bist du noch nicht in unserer Liga. Dann weiß ich, wo ich kaufen will, bei welchem Preisniveau. Diese Information ziehe ich zum Beispiel aus dem Optionsmarkt. Ja genau, das siehst du auch. Dann weiß ich, welche Abfolge, und das meinst du mit Order Book zum Beispiel, von Sequenzen ich sehen muss an dem Preis, wo ich kaufen will. Dann steige ich mit ein und dann liegt oben schon mein Sell-Limit. Nämlich genau da, wo die Algos, die Vögel, die ich mitprogrammiert habe, einen Preisprogramm. Und das Ganze, der ganze Markt zerreißt. Ich kann mich nur schützen, indem ich definitiv mein Risiko in den Griff habe. Da kann ich sogar fachlich, völlig unsauber, sogar im Akku stehen und völlig sagen, ein rotes Kapul, deswegen gehe ich auch. Wenn ihr euer Risiko im Griff habt, könnte der Markt bestehen. Ich sage jetzt mal, nur mal bestehen. Ja, könnte ich mir das lange genug überleben, ja, zu lernen. So. Und übrigens, fundamental, da habt ihr gerade gehört, wie er es erklärt hat, Leute, das ist nicht die Facebook-Gerüchte. Ach, die gibt's auch. Ah, ja, das ist das meiste, aber gehört, Herr Trump hat jetzt wieder, Entschuldigung. Fall geschafft, dass ich damit die Performance schlage ohne Stopp. Weil die waren 0,49%. Das heißt, ein Stopp ist natürlich sehr, sehr kritisch zu sehen bei vielen Trading-Systemen. Ja. Ich möchte jetzt generell nicht behaupten, dass man niemals Stopp setzen sollte. Es kommt auf die Anlageklasse an. Bei Aktien zum Beispiel ist es tatsächlich so, dass ein Stopp, wenn wir End-of-Day-Trading-Systeme haben, also tagesschlusskursbasierende Systeme haben, mit einer Haltedauer, so wie wir es hier gesehen haben, von 2, 3, 5, 8 Tagen, was auch immer, dann sehen wir, dass ein Stop-Loss tatsächlich die Performance nachhaltig verschlechtert. Machen wir die Fragen vielleicht am Ende. So, zweiter Stock und dann sind wir daheim. Bevor es zum gemütlichen Teil des Abends übergeht, noch ein kleines Abschlussvideo, ein kleines Resümee zum ersten WOT-Tag, dem Freitag. Ja, ich bin gemolken, obwohl es eigentlich wirklich geil war. Hab nette Leute kennengelernt. Einige von euch waren ja auch da, haben mich erkannt, haben mich angesprochen. Wir haben zusammen gesprochen, auch natürlich über das künftige Projekt, was in den Startlöchern steht. Hat mich total gefreut, hat mir echt Spaß gemacht.
wenn ihr mich angesprochen habt. Und ja, ich hoffe, wir reißen da zusammen ein schönes Projekt. Ja, kommen wir zum heutigen Tag. Noch ein Resümee. Ich hatte ja angefangen mit Markus Keil, konnte er nicht die ganze Zeit den Vortrag filmen. Von daher ja, sage ich euch einfach mal kurz zusammengefasst, was er so erzählt hat. Er hatte ja auch noch später ein weiteres Webinar, war ja auch Seminar, es war ja weitaus nicht der einzige Referent. Ach so, ja, Traders Magazin gibt es natürlich auch. Und ihr solltet euch das allein schon wegen dieses Kalenders holen, den schönen Börsenkalender, den kann man doch immer gut gebrauchen, hängt bei mir sowieso direkt immer über dem Trading Desk. Also, Markus Keil, ja, war ja das einzige Seminar, was ich besucht habe. Und er ist seit 2003 ist er quasi am Markt und seit 7 Jahren ist er quasi, so wie ich es verstanden habe, profitabel, wie auch immer, oder am Coachen. Und hat eigentlich hier nur wenig Erfahrung mit dem Coaching, hat früher mehr so Privatcoachings gemacht. Und jetzt unter blackboxtrading.de kann man eben also von ihm lernen, wenn man denn dieses Orderflow Trading, Orderflow Scalping lernen möchte. Ja, sein erster Kunde war quasi wegen diesem 5-Punkte-Seminar, wie kommst du zu dem Namen, sein erster Kunde konnte quasi 40 Punkte im DAX CFD am Tag handeln und da hat eben der Markus gesagt, du kannst auch 5 FDAX-Punkte handeln und kommst dann auf dasselbe Ergebnis oder auf noch ein besseres Ergebnis. Ja, wie auch immer, er handelt eben auf den Futures-Märkten natürlich mit ja, mit den entsprechenden Instrumenten, mit dem Thema Orderflow und Orderflow Scalping. Seine Plattformen sind NinjaTrader, Sierra und Atas. Der Vorteil von diesem Orderflow Scalping ist eben, dass man das zu jeder Jahreszeit oder Tageszeit handeln kann, weil er eben immer irgendwo Einstiege findet. Sein Maximalstop ist 100 US-Dollar pro Kontrakt und er arbeitet eben meistens mit 2 Kontrakten, arbeitet hier also auch mit Teilverkäufen innerhalb seines sehr kurzfristig orientierten Systems. Ja, er hält den Trade dann eben so lange, wie es der Markt hergibt. Und wenn eine Position nicht für ihn läuft, dann wird sich auch konsequent von der Position getrennt. Also wenn Orderflow Scalping, dann so, aber mein Handelsstil ist es nicht, muss ich natürlich auch dazu sagen. Mir ist die Size zu hoch, man muss bereit sein, in Size zu gehen, also große Positionen zu handeln, damit sich das lohnt. Aber ich kann mir natürlich vorstellen, dass er mit seinem System, dass er da erfolgreich ist und dass es ihm natürlich auch Spaß macht. Und das merkt man auch, wir haben uns ja danach auch noch unterhalten. Er macht einen super Eindruck, es macht ihm auch Spaß und er gibt ja auch Live-Tradings dann in seiner Coaching-Gruppe und ja, das hat er quasi gesagt. Das Orderbuch selbst nutzt er nur selten. Er nutzt das NinjaTrader Superdome und geht immer nur per Limit rein. Er nutzt also keine Market Orders und wenn er da mit den Limits nicht abgeholt wird, sucht er sich den nächsten Trade. Welche Module nutzt er? Footprint Charts, Volume Profile, Delta und das 4-Tick Range Bar. Also er verzichtet hier auf eine zeitbasierte Darstellung des Charts, sondern nutzt eben den 4-Tick Range Bar. Finde ich auch eine interessante Sache, eine interessante Alternative und finde das toll, dass er da sein System so gefunden hat und so profitabel damit ist. Und dann haben wir noch ein bisschen über Footprint Charts gesprochen, Ungleichgewicht in der Kerze, wenn also quasi innerhalb einer Candlestick ein Ungleichgewicht, eine Imbalance auftritt, dann ist das quasi für ihn ja, das Zeichen, dass Imbalance entsteht und dann geht er in den Markt. Seitwärtsmärkte meidet er, sondern er profitiert eben von diesen Mikrotrends. Ja, das ist natürlich ganz klar, dass man das machen kann und er hält natürlich keine Position über Nacht bei diesem kurzfristigen Handelsstil. Ja, er sagt also, das ist der Vorteil von diesem kurzfristigen Handelsstil, dass man mit dem Scalping ja schnell rein und schnell wieder raus und am Tag dann eben seine Euros oder Dollars verdient hat. Ja, das war das Seminar am Morgen. Dann bin ich rumgepilgert und was hatten wir dann? Ja, dann hatten wir ein bisschen Live-Trading mit dem Orkan Kuyas und noch anderen Tradern. Ja, das war auch ganz interessant.
Dann hatten wir noch beim Tickmill-Stand, hat der Dirk mal hier noch ein bisschen den Stereo Trader präsentiert im Nachmittagshandel. Ich war dann auch schon wieder in Gespräche verwickelt mit Zuschauern auch. Das hatten wir natürlich großen Spaß gemacht, auch ein bisschen über die strategischen Orders zu sprechen. Um 16 Uhr gab es noch das Battle zwischen Jochen Schmidt und Jay Metro. Ich fand es richtig witzig. Ich zeige euch ja jetzt hier auch mal noch einen kleinen Ausschnitt davon. Ja, und zum Schluss war ich dann noch am WHS-Stand, um ein Seminar zu sehen über Trading ohne Stop. Das war allerdings nicht das, was ich erwartet hatte, sondern in der Quintessenz einfach, dass man profitabler im Aktienmarkt ist, wenn man keine Stops benutzt, egal welchen Stop man da benutzt. Ja, wie geht's weiter? So, der Tag ist für mich erstmal gelaufen. Erstmal noch schön Sushi essen. Hier ist irgendwo unten ein schönes Sushi-Restaurant. Dann noch ein bisschen ins Schwimmbad und ja, und dann ist auch der Tag beendet. Morgen früh treffe ich mich noch mit dem Dirk und dann sprechen wir noch bestimmte Dinge durch, die wir morgen präsentieren wollen in Bezug auf die strategischen Orders im Stereo Trader. Ja, ansonsten verabschiede ich mich bis dahin mal und sage ciao, ciao, bye bye vom ersten Tag auf der WOT. Dirk bei der Vorbereitung unseres Vortrags. Und erscheint nächste Was soll ich mit dem Plus berichten? Seht es doch mal ganz entspannt. Die meisten Leute, die ich treffe oder kennenlernen, die denken, sie müssen ein Hedgefondsmanager sein. Also wenn ich Rosenträger fragen, Zigarre und New York 10.000 sagen nicht in der Mauer wieder merken, sondern du bist ein kleiner Wurschtel mit deinem eigenen Geld gekommen. Wird erwachsen, handelt in den Unternehmer. Ist deine Kohle oder zahlt dir irgendjemand von dem, die das Lied singen, wie groß die Bürgerkinder, zahlt dir irgendein Pfennig, wenn es schief geht. Und nicht, zahlst du selber. Also, Teilgewinn gemacht, Sie sehen 20 Punkte, 50 Punkte. Statt Achtung vorhin, 20 Punkte unten raus, kommen wir jetzt schon 17. Ich weiß, man muss es angleichen mit der Positionsposition, wo kommt man zu. So, jetzt hoffe ich, die nächste Folie kommt. Ja. Nicht mehr genauso stark, nicht mehr genauso präsent wie das Geschäft davor. Deswegen kann es durchaus sinnvoll sein, auch algorithmisch zu handeln. Und glaubt mir, in den großen Fondshäusern, in den großen Asset Managern, bei den Banken, bei den Versicherungen, bei den Pensionen, da wird mittlerweile über 90% automatisiert gehandelt. Das heißt nicht, dass die Ideen automatisch umgesetzt werden, sondern das heißt vielmehr, dass der Prozess der Execution über Algorithmen passiert. Vielleicht wisst ihr das, im DAX sind über 70% aller Geschäfte im Xetra mittlerweile über Algorithmen. Das heißt nicht, dass nicht ein Mensch dahinter steht, diese Entscheidung in irgendeiner Form annimmt, aber vieles von dem tatsächlich exekutierten Handel ist an der Börse, im institutionellen Bereich, über Maschinen. Und das, was wir im klassischen Sinne machen, daraus knüpfen wollen, ist eher in einer institutionellen Welt die Ausnahme. World of Trading 2019 ist zu Ende und ich sage, wow, Wahnsinn.
vielen Dank, liebe Leute, an alle, die da waren und vor allem an die, die extra meinetwegen gekommen sind. Das hätte ich nie für möglich gehalten, dass es Leute gibt, die nur wegen mir da hinkommen. Also ich sag nur Alex, Leonid und so weiter. Ich kenne eure Namen ja nicht alle, aber das war wirklich großartig. Vielen Dank, dass ihr da wart. Hat mir auch großen Spaß gemacht, mich mal mit euch zu unterhalten, euch mal persönlich zu treffen und natürlich auch eure persönlichen Geschichten und Erfahrungen zu erfahren, die ihr im Trading bisher gesammelt habt. Viele Erfahrungen natürlich auch negativer Natur leider, aber mir ging es nicht anders. Warum soll es euch anders gehen? Wir sitzen alle im selben Boot, wir haben alle Geld verloren, verbrannt am Anfang an der Börse und so geht es halt jedem. Das bleibt natürlich nicht aus. Ja. Also, das war natürlich der absolute Knaller. Noch nachts im Dunkeln hat mich jemand erkannt auf dem Weg zum Rewe. Das war wirklich schön, hat Spaß gemacht. Ansonsten Resümee zur World of Trading. Ja, dann am Samstag war ja spontan mehr oder weniger dann die Präsentation mit mir und dem Dirk. Ich war natürlich etwas aufgeregt, ja, tut mir auch leid. Ich bin das ja auch nicht so gewohnt. Wenn man dann das ganze Jahr vor seinem Bildschirm sitzt und für sich alleine ist, plötzlich kriegst du dann Mikrofon in die Hand und musst dann was erzählen. Aber ich denke, ich konnte euch trotzdem ganz gut rüberbringen, welchen Vorteil es hat, sich mit den strategischen Orders zu beschäftigen. Der Dirk hat ja dann auch im Live-Trading sogar die strategischen Orders angewendet auf der großen Bühne und hat damit Geld verdient. 160 Punkte, glaube ich, sogar im DAX. Allein mit dieser simplen 5x ATR-Strategie im DAX und das auch noch automatisiert. Also ich kann nur sagen, jeder, der bisher Verluste eingefahren hat, wird auf jeden Fall besser mit den Automatismen fahren als ohne. Und das Ganze kann man dann natürlich noch optimieren, so wie ich das eben seit geraumer Zeit mache. Selbst Strategien baue, selbst Strategien aufsetze, selbst neue Strategien entwickle. Und da hoffe ich natürlich dann demnächst auf eure tatkräftige Mithilfe, neue Strategien zu bauen, bestehende noch besser zu machen und einfach zusammen Spaß zu haben in der Community. Ja, wie gesagt, ich hoffe, ich konnte euch das gut vermitteln, was der Vorteil eben ist von den strategischen Orders, dass man hier auch die Seitwärtsbewegungen, die Seitwärtsmärkte mitnehmen kann und dass man eben nicht mehr darauf angewiesen ist, an einem gewissen Punkt zwangsläufig einsteigen zu müssen. Das heißt, wir sind jetzt nicht mehr darauf angewiesen, wie bei der technischen Analyse oder bei eben diesen volumenbasierten Ansätzen, dass wir genau an dem Punkt treffen müssen, weil wir eben nur einen Future handeln können aufgrund der Size, sondern wir haben hier die Möglichkeit, gerade im Forex- und CFD-Markt mit Hilfe von gestaffelten Order Grids uns eine größere Clusterzone auszusuchen, dort dann einzusteigen, um dann irgendwie in eine bestimmte Richtung zu handeln und dank des Daniel Traders und seiner Funktion landen dann eben auch der Großteil der Trades im Gewinn. Das Ganze ist natürlich auch eine kleine Wissenschaft für sich. Es ist keine reine Gelddruckmaschine, wäre natürlich zu schön. Man muss gewisse Dinge beachten, die ich aber auch dann alle in meinem Coaching erläutere, um das Ganze auch auf feste Beine zu stellen. Ist also kein absoluter Selbstläufer, sage ich mal, sondern man muss schon auch ein bisschen Ahnung noch von der Materie haben, sonst wäre es natürlich zu einfach und zu schön. Das Wichtigste habe ich ja noch vergessen. Den ganzen Artikel zum Roadtrip 2019 World of Trading gibt es natürlich unter diesem Video verlinkt, beziehungsweise oben irgendwo in der Ecke hier im Pop-Up-Fenster gibt es natürlich mal wieder einen ausführlichen Artikel mit allen Videos und Fotos und Eindrücken von der World of Trading nochmal zum Nachlesen. Bis dann, ciao, ciao.